Folge 100, meine liebsten Freunde. Wenn das nicht ein Grund zu feiern ist, dann weiß ich auch nicht, meine liebsten Leute. Ich bedanke mich ganz herzlich, denn ihr habt zum 100. Mal womöglich schon eingeschaltet hier und guckt nun zum 100. Mal eine Folge von diesem Projekt. Ist das nicht Wahnsinn? Das ist unglaublich. Dafür muss ich mal ganz kurz hier klatschen. Vielen lieben Dank. Und damit begrüße ich euch zur 100. Folge von Yo-Kai Watch 4. Und zur Feier des Tages werde ich jetzt für euch, mit euch, gemeinsam in euren Namen zu eurem Ehren an diesen Yo-Kai Martin da hinten gehen und Special Coins reinhauen. Wir wollen natürlich jetzt den großen Gewinn ziehen. Folge 100 muss natürlich jetzt auch mit Glück trächtig sein. Das muss ganz toll sein. Guckt euch das an. Hier, Special Coins, 2 Stück. Da gibt es wirklich in jedem Zug irgendwas Cooles. Bis auf Hiki, bis auf Yuki Onna, bis auf hier diesen anderen, diese Augenfrau und den Bären und all das, was man eigentlich nicht haben will. Aber trotzdem gibt es gute Sachen. Und bitte, lasst mich großes Glück haben. Komm, wir drehen mal dran. Special Coin, los geht's! Oh, was kommt raus? Ja, doch. Eine Goldseele vom großen... Oh, Gamma. Ja. Nochmal. Ich will mehr. Bitte mehr. Oh, bitte. Gold. Rot. Hab ich doch schon, verdammt nochmal. Warum können wir denn eigentlich 13 Mal jetzt drehen dran? Ist das normal? Ich dreh einfach bis sie nicht mehr drehen können. Ein Zelebrationsdrehen ist das. Was kommt raus? Gold. Noch rot? Warum mit rot nicht Gold? Ach, komm schon. Ja. Oh, Bushinian Goldzähne ist schon verschnettig. Das war schnettig. Ja, alte Münzen hier noch, ne? Ich mach mal ein bisschen schneller. Blau. Ja, guck mal. Waffen. Ach, die Axt können wir eigentlich behalten, ne? Nochmal drehen. Was schönes Blau. Ernsthaft? Wollt ihr mich jetzt hier mit Blau abstrafen? Beim 100. Mal? Gib nicht mal einen goldenen? Wo sind denn die goldenen hier? Einen goldenen, irgendwie, ne? Ach, hier gibt's eh nichts Tolles, ne? Bei den alten gibt's eh nur Müll. Selbst wenn ich Gold habe. Das ist ja gut, da sollen wir was anderes hier drehen. Hier können wir vielleicht nochmal Glück haben. Ja komm, drehen wir hier nochmal. Ein Stern, Gold, nicht kein Gold, ist kein goldenes Rot. Ja, hier. Kleines Bärchen. Shirokuma. Ah, ja, ja. Pah, komm weg mit dir, ich will dich gar nicht haben. Ich will gar nicht mit dir kommunizieren. Haben wir den schon gehabt? Weiß ich gar nicht, ne? Keinen Namen kriegst du. Bestimmt noch einen davon, oder? Ah, rot. Ehrlich? Ja, Gold, Kokeshi ist gut. Aber nicht ganz so gut, wie ich es erwartet hatte. Und jetzt kriegen wir vielleicht nochmal einen Ogama. Blau. Ja, ein bisschen Medizin. 5-mal dürfen wir noch. Seid ihr bereit? 5-mal. Blau. Eieiei, jetzt wollen sie mich einmal mit den Bären zuwerfen hier. Das ist ja nicht ganz so reizend. Ja, das ist Müll. Das ist einfach nur mal Dreck geschenkt gekriegt, ja. Das ist eine richtige Niete. Das, was man nicht haben will. Das ist nicht mal mehr Trostpreis wert. So, 2-mal noch, kommt. Was gibt's da? Einen goldenen vielleicht? Wir hätten 15-mal durften wir ziehen und nicht mal einen goldenen. Zuletzt. Nee! Zuletzt gibt's eine Niete! Ja, das ist eine wahre Niete. Das ist die schlimmste Niete, die ich überhaupt je gezogen habe. Ja, sagt auch Thomas. Enttäuscht. Wie und je. Aber Enttäuschung. Machen wir Platz für was Schönes, Frohmütiges. Denn wir haben hier. Wow! Ein großes Sumo-Turnier. Yokai Sumo steht bevor. Ich sag, ja, das wollen wir. Das wollen wir, nichts anderes. Das macht uns glücklich, das macht uns munter. Ich sage mal, dafür reißt es sich auch gern mal hier in die zukünftige Yokai World, wo wir dann Lord Ember und Nurarichon gegenüberstehen werden. Die werden bestimmt irgendwas aufklären. Das ist ja sicherlich... Ja. Dieser Story-Aspekt, den sie ja schon angedeutet hatten, nach dem Finale, dass da noch irgendwas im Argen ist. Schauen wir mal. Wir sind bereit. Ach, guck mal, Lord Kaya will auch wieder was von uns. Okay, aber erstmal hier. Einmal sprechen Sie. Milord. Oh, Yokai Detektiv Club. Hm? Geht's euch gut? Alles in Ordnung bei euch? Es gibt eine Bitte, die ich an euch richten möchte. Lord Kaya sagt, ja. Ah, okay. Bezüglich der Sache.
habe ich schon einiges gehört. Allerdings, ey, willst du da wirklich die Watchnotes mit reinziehen? Haha, ja, ganz genau das habe ich vor, ne? Denn bei diesem Projekt, um die Yokai World wieder aufstehen zu lassen, ja, denke ich, ist die Unterstützung der Yokai Watch-Nutzer unentbehrlich. Wir brauchen sie. Ein Projekt zum Wiederaufleben lassen der Yokai World? Ja, durch den Tumult, den Tsunanaki verursacht hat, wurde die ganze Stadt der Yokai World vernichtet, ja? Und zum Wiederaufbau habe ich einen Plan geschmiedet. Und was sollen wir tun, fragt Kurando? Sollen wir helfen, die Trümmer wegzuschaffen oder irgendwie sowas? Ja. Nein, 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 nein. Ihr habt eine besondere Aufgabe. Ihr müsst gegen rasant-tumultartige, also rumwütende Yokai antreten. Kräfte messen! Es ist nämlich ein großes Yokai-Sumo-Turnier. Da müsst ihr dran teilnehmen. Yokai? Oh, Sumo? Was? Sumo-Turnier? Was heißt das denn? Fragt Akinori. Ich würde auch gern, dass ihr mir mal genau die Details erklärt, Lord Emma. Warum ist das für die Yokai World? Wie von Lord Kaira zu erwarten, ja? Er hat nicht verstanden, wie kann das sein? Und das, obwohl er Großkönig ist. Was? Nun, ihr müsst wissen, der Ort, wo das große Sumo-Turnier stattfindet, ja? Das ist die Yokai-Höllen-Arena sozusagen. Oh ja, und an diesem Ort wird unglaublich starke Kraft, ja, wird dort sein, die genutzt wird für diesen rituellen Ort. Und dadurch, dass wir diese ultra starke Kraft sammeln, ja, planen wir der Yokai World diese Kraft zu überreichen und sie da dann zum Wiederaufbau zu nutzen. Und ja, zudem sind Sumo-Matches sehr populär. Und es wird viele Gäste anziehen. Und die werden natürlich dann auch Geld in die Kasse schwemmen. Ah ja, stimmt. Sumo ist ziemlich interessant, meint auch Shin. Und wir gucken uns das auch immer in der Stadt im Fernsehen an. Da ist immer beste Stimmung. Und, Yokai Detektiv Club? Würdet ihr diese Quest annehmen? Ja, bleibt uns ja nichts anderes übrig, ne? Ja, machen wir. Selbstverständlich helfen wir. Nun, es ist ja immerhin auch eine Bitte von Itsuki. Also Lord Enma ist ja Itsukis Seele, ist ja damit drin im Begriffen, die Reinkarnation. Wartet mal ganz kurz. Emma und Nunadichon. Was ihr gesagt habt, was meint ihr mit dieser unglaublich großen Kraft? Was hat das zu bedeuten? Lord Kaira, das kann doch nicht sein, meint jetzt Fukun. Kennen Sie diese ultra krasse Kraft nicht? Und das, obwohl Sie Großkönig sind? Was also, ihr beiden? Oh ja, du musst wissen, die ultra krasse Kraft. Jemand mit Standhaftigkeit, Festigkeit, ein strahlender Glanz. Der die Nummer 1 nimmt. Die Nummer 1 einnimmt. Die Kraft des Lebens. Also die super krasse Kraft, kurzum. Es ist eine starke Kraft, die Yokai in sich verbergen. Und nur das Yokai Sumo Match kann diese Kraft aus ihnen rauslocken. Ist das so? Und die Kraft von allen, die dort gesammelt wird, ja? Die können wir nutzen für den Wiederaufbau der Yokai World. Das ist unser Plan. Und was sollen wir konkret tun, fragt Natsume. Auch wenn ihr von Sumo spricht, ich habe das noch nie gemacht. Toma meint, nun Sumo. Akinori, das könntest du doch ganz gut machen, oder? Wow. Hey, ich habe eine schwere Knochen, verdammt nochmal. Hey! Mann, wen nennst du Sumo-Ringer? Meine Güte. Okay. Ja, ich würde mich aber ein bisschen. Wenn mir wäre das peinlich, so eine Fundoshi zu tragen. Also diese typische Sumo-Kluft, also diesen sehr engen Lendenschurz. Können wir da überhaupt helfen? Ja. Nein, ich will schon, dass ihr in den Ring steigt und kämpft. Also das ist schon das, was ich mir von euch erhoffe. Dass ihr in den Ring steigt und kämpft, letztendlich.
Was, also doch im Fundoshi, also im Lendenschurz oder wie? Ja. Nein, 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 nein. Ihr könnt in euren gewöhnlichen Klamotten rein. Und Lord Kara meint, wo ich jetzt höre, dass die Watch-Nutzer bei einem Sumo-Turnier teilnehmen. Ah, da werden sicherlich auch ziemlich viele Yokai dazukommen, wenn die davon hören, die ihre Kraft mit ihnen messen wollen. Und ihr, die ja den Kampf mit Yokai zusammen schon beherrscht, ihr könnt dann sicherlich noch mehr von dieser starken Kraft letztendlich sammeln. Boah, das ist mir schon fast peinlich, sagt Shin. Aber es ist das erste Mal, dass menschliche Kämpfer teilnehmen. Also dann müsst ihr erstmal die Prüfung bestehen, dass ihr daran teilnehmen dürft. Was? Schon wieder eine Prüfung? Ja, ja. Nun ja, die stärksten Yokai können nur daran teilnehmen. Oder die daran teilnehmen letztlich. Ihr müsst beweisen, dass ihr in der Lage seid, gegen sie anzutreten. Und die Prüfung ist es, ihr das Tor zu finden. Das Tor, was zum Yokai, zur Yokai-Höllen-Arena letztlich führt. Und, ja, es verbirgt sich in der Welt der Menschen, wo man an einem Ort, wo man den Körper auch richtig in Wallung bringen kann, ja? Irgendwo, wo trainiert wird? Na gut. Und ja, was das große Sumo-Turnier anbelangt, werde ich mehr erklären, sobald wir in der Arena sind. So sieht das aus. Dann bitten wir euch darum, Yokai-Detektiv-Club-Mitglieder. Und wir haben die Quest angenommen. Das wird natürlich jetzt, spannend. Weil ich habe nicht mal die Ahnung, was uns da erwarten mag letztlich, ne? Das könnte richtig spannend werden. So, wir sind hier und sollen jetzt das Tor finden. Also die Arena, das Tor muss erst gefunden werden, wo man sich seinen Körper richtig schön in Wallung bringt. Also in die Menschenwelt müssen wir erstmal zurückkehren, oder wie sieht's aus? An einen Ort in der Menschenwelt. Wird nicht gezeigt wahrscheinlich, ne? Dann müssen wir uns... Wobei, in der Zukunft offenbar? Und bei... Ah, okay. Wird uns gleich hier offengelegt. Tja, das kriegen wir hin. Die wahre Kraft muss gesammelt werden. Und natürlich werden wir alles daran setzen, dass wir eine gute Figur machen. So, jetzt gucke ich nochmal. Yeah, natürlich. Beim Sportplatz. Nur dort kann man so richtig schön seinen Body formen. Also hier ist irgendwo das Tor. Da leuchtet auch schon was. Ey, was ist das denn da? Das ist doch ein Symbol und ein Zeichen, ne? Ah, ist... Da ist doch das Zeichen. Guckt mal hier. Oha! Der S-Rang ist notwendig, um da reinzukommen. Ja, die sonderbare Tür haben wir gefunden. Oh, wir haben ein Tor gefunden. Da mitten... In der Zeichnung. Das ist also das Tor. Da müssen wir mal uns Blick verschaffen. Und dann wollen wir da natürlich gleich rein, ne? Öffnen wir das Schloss. Zack. Und somit haben wir das Schloss geöffnet und wir können nun hineinschreiten. Oh. Wow. Humaniki. Da haben wir aber ein ekelhaftes Krabbenmonster. Chokina, ich lasse euch natürlich nicht in die Arena schreiten. Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp. Warum das denn? Was ist denn los? Wir wollen doch daran teilnehmen an dem Yokai Sumo Match. Wenn ihr weiter wollt, schnipp, schnapp, dann müsst ihr gegen mich kämpfen. Und ich werde euch dann den weißen Stern überreichen. Schnipp, schnapp. Der weiße Stern ist der Sieg, der schwarze ist die Niederlage. Oh, wenn ihr Kämpfer seid, dann müsst ihr das wissen, ihr als Sumo-Kämpfer. Schnippschnapp. Macht euch bereit, wenn ihr daran teilnehmen wollt am Sumo-Match, ja? Dann müsst ihr es beweisen, gegen diese große Schere antreten. Ja, natürlich werden wir siegen. Oh, wenn ihr keine Angst habt, dann wagt es. Bereitet euch vor, damit ihr nichts bereuen werdet am Ende. Okay.
So eine Wucht, das Ding, ne? Kriegen wir das hin? Wir müssen uns erstmal ganz kurz einmal regenerieren. Bin gleich wieder da. Ich wusste nicht, dass wir gleich mit solch einem Gegner konfrontiert werden. Aber das machen wir schon. Oh ja, da will das Spiel doch gleich nochmal speichern. Wollen wir aber nicht. Zack. Q, Q, Q. Und nun. Ruf auf Spike. Und dann können wir uns hoffentlich im Kampf gleich behaupten und ihm zeigen, dass wir würdig sind für das, was wir planen. Choki. Choki. Und seid ihr bereit? Wollt ihr durch das Tor? Wenn ihr daran teilnehmen wollt, dann zeigt es mir. Den Sieg. Seid ihr bereit für den Kampf? Also, lasst uns kämpfen. Hi. Sehr gut. Da. Wenn ihr schwach seid, dann zerschneide ich euch. Sieht aber auch echt abscheulich aus, dieses Krabbenwesen, ne? Wow. Schumannik. Der, der den Tod für uns bringen mag. Womöglich, wenn wir schlecht vorbereitet sind. Aber, Kudomio kommt gleich. Oh, der zieht echt ordentlich ab, ne? Wir aber auch. Hat eine gute Rüstung mit seinem Schild. Okay. Mal gucken, ob er das aushält. Ja, setzt ordentlich zu, aber seine Schale lässt sich nicht so gut knacken. Sehr schön. Ein heftiger Schnitt. Wow. Okay. Jetzt hauen wir mal von allen Seiten drauf. Ein, dann dürfte es doch klappen, oder? Fumi. Sehr gut. Kraft der Freundschaft. Ich heil mal kurz nach. So. Oh oh. Kurando? Nochmal die Kraft der Freundschaft. Damit sollten wir es aber auch geschafft haben dann. Oh ja. Die Krabbe ist Geschichte. Gib dir erstmal Krabbeneintopf, würde ich sagen. Aber vorher gibt es noch ein paar Erfahrungspunkte. Und natürlich noch eine mittlere Erfahrungspunkte-Kugel obendrauf. Sehr, sehr schön. Das freut uns. Oh! Du, wir Kleiner. Choki! Tut mir leid, dass ich euch Angst eingejagt habe. Schnippschnapp. Ihr müsst aber wissen, dieses kleine Schärchen, ja? Da kommt keine Klinge gegen an. Das ist ein starkes Schärchen, du. Ich bin Choki. Und ich bin der Wächter des Tores, das in die Arena führt. Choki! Wie versprochen, lasse ich euch durch, Choki. Wenn ihr das hier nutzt, könnt ihr durch das Türchen gehen. Oh, ein weiterer Ark für die Arena. Vielen Dank, Choki. Ich hab's gemerkt, ja? Ihr habt die Möglichkeit, es zu schaffen, Choki. Ihr werdet sicherlich ein großer Sumo-Kämpfer. Und ja, dann wird vielleicht der Tag kommen, dass ihr gegen den legendären Groß-Yokozuna antreten könnt. Ich freue mich schon darauf, das zu sehen. Ich auch. Durchaus. Willst du nicht ein Teil unseres Teams werden? Ihr kommt in die Arena, wenn ihr da durchgeht. Gebt euer Bestes beim Sumo-Match. Ja, mal rein, ne? Wollen wir hineinschreiten? Ja, sehr gerne, denn ich bin gespannt, was dahinter liegt. Welcher Ort uns nun begrüßen mag. Jenseits der Ladezeit. Wow. Der Yokai Sumo Ring. Das ist also die große Arena hier. Wow, das ist ja wirklich mega prachtvoll. Luxuriös ausgestattet. Ey, es wird super spaßig hier zu sehen, wenn man hier Sumo kämpfen kann. Ich habe Sumo höchstens mal im Fernsehen gesehen. Oh, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Hier sind auch viele Yokai. Sind die alle dabei, hier mitzukämpfen oder was? Oh, ob wir da überhaupt gewinnen können, ey?
Schaut mal dort vorne. Oh, ihr beiden. Oder ihr. Hey, ihr. Ihr habt es also geschafft, herzukommen. Das beruhigt mich. Ihr habt also auch Chocki getroffen, nicht wahr? Den Wächter des Tors. Den haben wir das nämlich überlassen. Sie wussten davon, warum haben sie uns das nicht gesagt? Er hat gesagt, wenn wir nicht gewinnen, kommen wir nicht durch. Sorry, dass ich euch das verschwiegen habe. Aber das ist ein Teil der Prüfung gewesen. Und ja, damit habt ihr die Prüfung bestanden. Und ihr müsst auch im Sumo natürlich das Schlag auf Schlag euch da durchkämpfen. Und eure Anmeldung könnt ihr dort jenseits der Treppen machen, ne? Das, die Rezeption ist vor dem Eingang. Also dann, kümmert euch drum, Yokai Detektiv Club. Puh, wir haben es geschafft. Wir haben den Weg eröffnet und sind nur bereit für das, was kommen mag. Wahnsinn, ein Anstieg und noch ein paar Münzchen hier beim Yokai Sumo Ring. Sibanyan. Und was macht ihr denn? Wer ist das denn? Wer ist denn der Kleine hier? Ach, das ist einer, der hier das mit managt. Herzlich willkommen, schön, dass ihr hier seid. Was ihr seht, ist ein geschichtsträchtiges Gebäude, das in der Yokai-Welt verehrt wird, ja? Und dort finden sie statt, die Kräftemessen der wildesten Ringer. Und ja, es ist die Bühne, wo die Matches stattfinden. Der Name ist die große, Höllenarena der Yokai-World sozusagen. Na gut. Ach, krass. Was haben wir denn hier für Riesenapparate? Angsteinflößend, mag man meinen. Wenn man sich gegen die alle behaupten mag. Ziemlich kräftig. Eieiei. Hohoho! Unser ganzes Team ist da und es versammelt sich hier oben noch weitaus mehr. Und dort vorne können wir uns dann registrieren, wie es aussieht. Aber erstmal, Cupiline, heil uns fein. Und hier geht es dann, glaube ich, richtig zur Sache beim nächsten Mal. Der Spiegel wird aktiviert. Peron, peron, Schlecker, Schleck, Schleck. Sehr schön. Und meine liebsten Leute, das war's. Das Jubiläum wurde zelebriert mit freudiger Erwartung auf das, was noch kommen mag, ihr lieben Leute, in der nächsten Folge. Und bis dahin dürft ihr nochmal kommentieren. Schreibt mal, was war vielleicht euer schönster Moment in diesen vergangenen 100 Folgen. Nochmal ein Like hinterlassen und abonnieren, falls noch nicht geschehen. Die Glocke aktivieren, nichts mehr verpassen in Zukunft. Das wäre doch was. Beim nächsten Mal geht es dann weiter hier in der großen Arena bei Yokai Watch 4. Bis dahin, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.